Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2 Stay Human. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Im letzten Part sind wir gerade so einer Verwandlung entkommen und Hakon hat uns gerettet. Wir haben einen Schlag mit einem Baseballschläger bekommen und ich glaube, die Mädels sind nicht so erpicht, mit uns zu reden, oder? Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Hakon hat komplett den Verstand verloren. Alles gut. Mit dir kann ich jetzt auch reden. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Das ist natürlich ein Argument, ne? Wenn man besser kämpfen kann, kann man auch zugänglicher sein. Okay, also hier drinnen gibt es nichts mehr. Dann wollen wir mal Hakon folgen. Wir gehen nach draußen. Oh yeah. Das sieht geil aus. Übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Okay, wie komme ich durch den Tunnel? Kannst du mir helfen, dorthin zu gelangen? Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Okay, wir sind also in Villedor jetzt. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Villedor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach, übrigens... Ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Okay, schönes Paradies, sehr gut. Halten Sie Tab, um auf Ihr aktuelles Ziel aufmerksam zu machen. Okay. Immer stärker, folgen Sie Hakon. Na gut, dann folge ich dir mal. Und dann sehen wir uns später mal in dieser wunderschönen Stadt um. Okay, du springst einfach da runter. Alles klar. Uiuiui. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Okay, ich bin noch da. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Taxifahrer, okay, alles klar. Halt's Maul, immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Oh, komm schon. Okay. Komm schon. Okay. Absolut keine Ausdauer. Ihre Ausdauer verschöpft, warten Sie, bis sie wieder vollgeladen ist. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Okay. Also ich brauche definitiv mehr Ausdauer. Heißt das, ich hätte draufgehen können?
Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Okay, na dann. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Okay. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Okay. Dachhaine. Halten Sie beim Durchqueren von Villedor nach Dachhain Ausschau. Stellen mit mächtigen, dichtem Pflanzenbewuchs erkennbar und an großen gelben Bäumen. Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Sehr cool. Okay. Dann, wollen wir mal schauen. Es wird oft einiges versteckt, falls ja. Es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Okay, irgendwo habe ich hier aber Honig gehört, oder? Wo ist Honig? Okay, Kiste. Hallo? Einmal öffnen. Sehr schön, Stoffhetzen. Große Truhe. Oh, was ist das denn? Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Okay. Scheinbar geht alles immer nur ums Geld. Aber die Teile nehme ich trotzdem mit und irgendwo, ja. Okay, irgendwo ist hier noch Honig. Ich höre die Bienen. Aber wo ist der Honigklumpen? Kamille habe ich gefunden. Jetzt fehlt nur noch der Honig. Zeigt mir noch irgendwas an hier? Nee, nicht wirklich. Okay, vielleicht findet man doch nicht immer Honig hier. Moment, die Kiste ist ja ausgeräubert. Kamille habe ich hier gefunden. Tja. Ach, hier oben ist noch was. Sehr gut, Federn. Naja, dann wollen wir dir mal folgen. Wo bist denn du hin? Dort vorne, okay. Alles klar. Wie? Sehr gut. Oh mein Gott. Schön weit gesprungen. Oh, da drüben ist nochmal so ein Versteck, wenn ich das richtig sehe. Los, komm schon. Stopp. Was ist denn jetzt so los? Okay, das waren Infizierte. Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Okay, kommt mir bekannt vor. Erzähl mir mehr über sie. Ja, erzähl mir mal mehr über die. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Mhm. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die PKs werden schlimmer. Okay, ich behalte sie im Auge. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Na dann lass die mal gehen und wir gehen woanders hin.
Das glaube ich besser so. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Na dann. Folgen wir dir mal. Okay. Da nach oben. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Oh, das sind Zombies. Okay. Das sind Zombies. Ich habe gedacht, das sind Menschen. Aber okay, gut. Aha, aha. Da hoch soll ich also. Na dann. Ich hoffe doch mal, meine Ausdauer hält durch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Das wäre nicht so gut, glaube ich. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Okay. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich bin halt was Besonderes. Ich sag dir die Wahrheit, ich kann dir nicht viel zu sagen. Ach komm, wir sind ehrlich. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Hm, wir werden es ja sehen, stimmt's? Oh shit. Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Okay, jetzt kommen die Infizierten. Na großartig. Okay, okay, okay. Ich verwandle mich auch langsam, oder? Oh, du hast mich schon da gerettet. Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaub ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! Okay. UV-Lampe. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Es ist der einzige sichere Schutz vor den Infizierten. Achten Sie da darauf, wenn Sie verfolgt werden. Halten Sie Q gedrückt, um Ihre Überlebenssinne anzuwenden und den nächsten gelegene Quelle von UV-Licht bei Nacht mit dem lilanen Sonnensymbol zu finden. Okay. Okay, ich folge dir in der Nähe, mach schon. Ich folge dir. Oh mein Gott, komm schon, beeile dich, Aiden. Oh Gott, 120 Meter noch dahin. Okay, okay, ich folge dir einfach. Du wirst schon wissen, wo wir hinlaufen, oder? Okay, 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 okay. Zum Licht, zum Licht, zum Licht. Hörst du das? Ich bin da. Wir sind fast da. Ja, komm schon, 50 Meter noch. Okay, ich folge dir, ich folge dir. Okay, schnell ins UV-Licht rein hier. Puh. Aufmachen! Hallo! Geh ins Licht! Okay, die Infizierten lassen uns in Ruhe. Acht auf, schnell! Tarkon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Oh shit. Ich glaube, die können dich auch nicht so richtig leiden, oder? Mach auf! Shit, jetzt haben sie noch das Licht ausgemacht. Wir sind nicht mehr sicher hier. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, der ruft seine Freunde. Wir müssen weg. Er ruft seine Freunde. Keine Zeit, lauf eben! Okay, die Jagd hat begonnen. Naja, dann folge ich dir mal. Schnell, sie haben uns gleich. Dreh dich nicht um! Lauf!
Ich folge dir. Schneller! Okay, okay. Shit. Wo rennst du hin? Ich bin ja doch hinter. Komm. Nicht mehr weit. Na dann beeile dich. Okay, komm schon. Hui. Schnell hier hoch. Okay, hoffentlich ist der netter. Keine Freunde hier, was? Kilian, lenk sie ab. Was soll ich? Ablenken. Großartig. Mensch, Kilian, mach schon. Kilian, ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst. Das ist, glaube ich, nicht so gut, was du machst hier. Oh, shit. Okay, komm schon. Oh Gott, die schreien. Okay. Scheiße, das sind ganz schön viele. Okay, die habe ich noch irgendwo. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Sicher? Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Verschwinde, runter da. Oh. Bring uns da rein! Ich versuch's ja. Kilian, ich weiß, dass du da bist. Okay, komm schon, durchsuchen, durchsuchen. Weg mit dir, hui. Da kommen noch mehr. Oh Gott, meine Waffe ist im Arsch. Waren das alle? Hui, die Jagd ist vorbei. Hilf mir! Nee, ich durchsuche die erstmal ein bisschen. Da kommt doch keiner weiter hier. Oder täusche ich mich da? Nee, hier kommt erstmal keiner. Habe ich denn noch eine ordentliche Waffe? Da komme ich nicht mal das Rohr hier. Nee, okay. Ich rede mit dir. Okay. Hui. Rettung in letzter Sekunde, würde ich sagen, oder? Verdammt doch mal, Kilian. Hättest ruhig noch warten können. Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. Ja, da wären sie alle schwach, oder? Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Tja, Aiden, ein Pilger. Lass uns erst rein. Ich bin nett, komm. Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Ah, es gibt Was doch hast noch... Du vor, Harkon? Es gibt doch noch nette Menschen ich hier. Ich habe ihm Hemmstoff gegeben. Er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn. Wirklich. Ach, Mann, du Arsch. Ey, Militär, oder? Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was hast du? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Hm, der scheint aber nett zu sein. Zumindest schmeißt er uns nicht wieder raus zu den Zombies. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Okay. Oh. Ich klau dir erstmal... Ich klau dir erstmal ein paar Waffen. Aber du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machst.
Okay, warten bis Tagesanbruch. Was ist das denn hier, ein Band? Tagebuch eines Nightrunners 1. Okay, ist das ein Hinweis? Nee, aber ein Sammelstück, oder? Ich heiße Anton Novak und ich werde eine verfluchte Legende sein. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Ich nehme das für dich auf, Papa. Soll ich dir was verraten? Wenn du es hörst, schämst du dich bestimmt. Mein ganzes Leben lang hast du mir gesagt, aus mir werde nichts. Aber dann bin ich PK geworden. Und was hast du gemacht? Mich einen Verräter genannt. Und mir dann vorgelabert, dass die PKs sich einen Scheiß um uns scheren. Uns Leute vom Bazar. Danke für dein Vertrauen, Papa. Ich schere mich um niemanden einen Scheiß, Papa. Ich werde dir zeigen, was ich drauf hab. Heute kam so ein Typ, den ich kannte, zu mir. Meinte, dass ich am falschen Ort suche, wenn ich ein Held sein will. Und dass ich Potenzial hätte. Sowas habe ich von dir nie gehört. Er meinte, ich solle ihn um Mitternacht auf dem Dach der alten Textilfabrik treffen. Und hier bin ich. Wie ein Idiot. Was mache ich hier? Vielleicht wollte ich es dir zeigen. Ich wollte, dass du siehst. Scheiße. Was zum... Der Typ springt von Gebäude zu Gebäude wie ein verdammter Panther. Fuck, fuck, fuck. Der darf mich nicht finden. Komm schon raus, Junge. Ich weiß, dass du hier bist. Ich bin Killian. Okay. Haben wir also eine Geschichte. Bänder 1 von 63, Graffiti 0 von 70, Andenken 3 von 117. Also es gibt definitiv viel zu entdecken hier. Ich habe hier zwar eine Waffe drin, ich könnte ja außergewöhnlich, was haben wir hier, 15, kommen die packen wir mal mit da rein als Sicherheit. Geldmünze werfen, um etwas Lärm zu machen und die Aufmerksamkeit der Feinde zu erregen. Alles klar. Kann ich mit dir nochmal reden? Kann ich. Du kochst was Leckeres, oder? Du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Kochen? Nach Biomarker fragen. Du und Hakon kennt ihr euch schon lange. Nach Hemmstoff fragen. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lange? So lange. Was meinte er, als er sagt, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Biomarker. Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Okay, hier fehlt wieder mal ein bisschen Audio. Ich habe noch nicht einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Okay. Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Okay, bin ich. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Das stimmt allerdings. Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Gut. Dann werde ich dir mal glauben und hau mich aufs Bett. Aber hier vorne hat man doch, glaube ich, ein Bild gesehen, ne? Das sieht doch fast aus wie Hakon und hier der Dicke, ne? Rechts. Okay, was machst du hier? Bastelst ein bisschen was zusammen? Naja, dann würde ich sagen, wir gehen schlafen und warten bis Tagesaufbruch. Brauchen Krankentransport, over.
Immer diese Erinnerung. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GAI-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part nach draußen Richtung Krankenhaus. Entweder da. Oh, was ist da oben? Ach, der schläft da. Alles klar. Also hier kommen wir auch raus. Da haben wir geschlafen. Da ist unsere Tasche. Ansonsten ist hier drinnen nichts weiter. Nee. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaltet wieder ein zu Dying Light 2 Stay Human. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.